Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Frau Dr. Petra Wichel von der Swiss Mountain Clinic, die Chefärztin. Und ich freue mich sehr, wir sprechen nämlich heute über das Thema Altern. Und zwar mit dem ganz klaren Ziel, fit in die Kiste. Das bedeutet wirklich, wie halte ich mich jung und fit? Oder auch mal, wenn ich doch ein paar Jahre über die Stränge geschlagen habe, zu viel Alkohol getrunken habe, eventuell auch geraucht oder doch mal die ein oder anderen Jahre in dem Sportmuffelmodus verbracht habe. Und habe ich denn auch die Möglichkeit, genau diese Zeit wieder einzuholen und wieder gut zu machen? Also Sie sehen, es wird heute sehr bereichernd wieder an Themen sein. Und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder da ist. Hallo, liebe Petra. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Gerade auch bei dem Thema Altern. Klar, wir kennen natürlich das Thema, man möchte den Alterungsprozess verhindern, aber ich kenne jetzt natürlich auch viele Beispiele, gerade in unserer Zeit, wo wir mit uns mehr in Verbindung kommen, wo die Leute sagen, oh Gott, ich habe so viel verbockt. Ich habe jahrelang geraucht, Alkohol getrunken und echt auch nicht viel mich um den Sport und die Bewegung gekümmert. Gibst du uns da ein bisschen Hoffnung, dass wir das wieder korrigieren können, oder? Ja, also ich glaube gar nicht, dass sich der Körper oder die Natur um irgendeine Zahl kümmert. Okay. So, das tut er nicht. Mhm. Und es ist das Anliegen von Millionen Menschen überhaupt, unsterblich zu sein. Mhm. Aber was sie am Sonntagnachmittag machen, das wissen sie manchmal gar nicht. Das heißt, Leben spielt sich ja immer in einem Zeitraum ab, wo man auf der Welt ist. Und die Qualität und das Bewusstsein, das bestimmt jeder für sich allein. Der Körper unterliegt als der, der uns geschenkt ist, um dieses Leben auch zu gestalten, der unterliegt 24 Stunden immer der Evolution bedingt einem Regenerationsprogramm. Das heißt, der Körper schafft über Jahre und Jahrzehnte bis zum letzten Atemzug immer wieder sich neu zu erfinden. Also das muss man erst mal festhalten. Und älter zu werden heißt wirklich überhaupt nicht, kränker zu werden, anfälliger zu werden. Er wird in seiner Kraft, einer Entzündung gegenüberzustehen, einer Belastung gegenüberzustehen, wird er langsamer werden. Er wird sich auch verändern. Er wird ja sich auch in vielen Dingen dem Leben anpassen. Aber diese Aufgabe hat man jeden Tag. Und Gesundheit ist überhaupt kein Geschenk, sondern für mich immer eine persönliche Aufgabe. Und wenn der Elefant 60 Jahre alt werden darf, dann profitiert er gar nicht von 70, weil er 6-mal alle Zähne austauscht. Der Elefant braucht Pflanzennahrung. Würde er 70 Jahre alt werden, hätte er keine Zähne mehr, weil es gibt keinen 7. Zahnwechsel. Und in dem Moment würde er verhungern. Was ich damit sagen will, ist, dass wir Menschen natürlich in dieser heutigen Zeit schon auch medikamentös ganz viele Dinge heute manche Prozesse irgendwo besser begegnen können. Die Menschen werden älter. Mhm. Das ist ja gar keine Frage, dass wir heute ein Durchschnittsalter hatten von bis zu über 70, Anfang 80 Jahre. Und früher war das noch Anfang des 20. Jahrhunderts 50. Mhm. Also das sind schon immens große, sag ich mal, auch Erfolge, die wir zu verzeichnen haben. Aber die Geschwindigkeit, wie stark sich Alterungsprozesse in uns entwickeln, das hat schon jeder ziemlich intensiv in seiner Hand. Und dazu gehört auf der einen Seite, dass man natürlich, wir alle aus einem unterschiedlichsten Holz sind. Mhm. Ja, das heißt, es ist schon sehr, sehr interessant, wie ist deine Konstitution, wie ist meine Konstitution, mit welchen Stärken kommst du auf die Welt, mit welchen Schwächen kommst du auf die Welt. Wenn du für dich diese Schwächen nicht akzeptierst, wenn du sie immer wieder dich selbst in gewissen Bereichen überforderst, wenn du
deine Jugend, die du eigentlich als eine Phase haben solltest, wo du unglaublich aufbaust, damit du in einem Alter, im Mittelalter, 40, 50, 30 stabilisieren kannst, dann kannst du auch erwarten, dass du eine sehr verlangsamte Episode deines Älterwerden beobachten kannst. Weil du nämlich mit der Fürsorge für dich selbst, und da muss überhaupt niemand asketisch leben, also der Körper hat eine unglaubliche auch Toleranz, Dinge zu bewältigen, zu durchleben, immer wieder sich selbst auch zu klären, zu regenerieren. Aber in dem Fall muss ich immer wieder Paracelsus formulieren, die Dosis macht einfach das Gift. Und wenn man jetzt Dinge im Leben auch erfährt, auch schon sehr früh, vielleicht mit 50, ein Parkinson bekommt, oder ich hatte jetzt eine junge Frau, 27, Multiple Sklerose, das sind ja nicht in Stein gemeißelte Krankheiten, die jetzt sagen, das ist jetzt meine Lebensvision, sondern die müssen uns ja wachrütteln. Was kommt denn da an Konstellation zusammen? Was in mir in den letzten 10 Jahren, denn so lange brauche es, zu einer MS oder zu einem Parkinson geführt hat? Also du gibst wirklich dem Patienten die Hoffnung, dass es wieder reversibel ist. Ja, oder das ist ja nicht dahergesagt. Ja. Das ist ja in keinster Weise ein Weg, der nicht gegangen werden kann, sondern der jetzt gegangen werden muss, weil ich bin doch nicht dafür da, als Arzt einen Weg zu begleiten, sondern den Weg dahin wieder zurückzufinden, wo der Patient herkam. Mhm. Und es gibt gesunde Parkinson-Patienten. Und wenn man die Regenerationszeiten des Menschen überhaupt wahrnimmt, dann muss ich sagen, wir sind ja Menschen mit Intellekt, mit Bewusstsein und haben so unsere Endgültigkeit, unsere Lebensspanne auch. Vielleicht ist aber auch der Preis dafür, dass wir die Nervenzellen eben nicht ohne weiteres regenerieren, weil die Nerven und unser Gehirn alles einspeichert, alle jeden Moment fixiert, die Signalwege für uns stabilisiert. Das kann man auch nicht austauschen. Und jedes andere Organ in meinem Organismus, jedes Teil, wird ja immer wieder erneuert. Immer wieder. Also Regeneration findet jeden Tag statt. Und da brauchen die Herzkranzgefäße 7 Monate. Und da braucht das Auge nur 2 Tage. Und da braucht der Darm nur 1 bis 2 Tage, die Darmzelle. Und da braucht die Leber, die wird 3-mal im Jahr, setzen die sich um. Aber wenn sich doch an meinem Leben nichts verändert, dann wird die Zelle die gleiche bleiben. Also sprichst du auch auf der Zellinformationsebene an, also auch auf der psychosomatischen Ebene, was für eine Information bekommt denn die Zelle? So, richtig. Gerade auch aus der TCM, Wut, Leber, laufe ich wütend durchs Leben. Ohne Frage. Und wie setze ich das wirklich an in Kombination, dass ich sage, hier, ich möchte mich wirklich jung halten und ich spüre hier und da, fängt es schon an zu zwicken. Auf welchem Weg gehen wir jetzt wirklich auch auf tiefer Ebene in diese neue Zellinformation ein, wenn wir auch den Weg mit berücksichtigen? Letztendlich muss man immer sagen, dass das spielt sich alles gar nicht nur in unserem Kopf ab, sondern wirklich in jeder Zelle wird Information gespeichert. Und ich wage ja gestern oder neulich war so eine schöne Sendung über wie stehe ich zu Esoterik und all diese Dinge. Und da ging es so um Informationen, informative Dinge. Aber wenn ich älter werden möchte, dann muss ich mir schon etwas erhalten. Und dieses Erhalten ist, auch meine Freude zum Leben Ja zu sagen. Und wenn ich vielleicht im Leben sehr Furchtbares und Dramatisches erlebt habe, dann kann daraus ein Mensch werden, der es nie bewältigt und immer wieder zurückblickt
und in dieser Traurigkeit und Traumatisierung irgendwo den Zug zum Leben nicht schafft. Und der andere, den macht es so stark. Und er sagt, ich gehe in Frieden mit dem, was geschehen ist, aber das ist vor mir und es liegt in meinen Händen, was ich daraus jetzt mache. Und große Menschen werden daraus. Mhm. Fröhliche Menschen, super Väter, super Mütter, die das Leben jetzt in diese Richtung nur betrachten. Und in dem Moment, weil ich nur hier und heute habe ich Einfluss, auf das habe ich keinen Einfluss mehr. Und das Morgen kann ich gestalten, und zwar mit jedem Tag. Und das ist so wichtig, dass ich diese Kraft in mir zurückhole, dessen, dass ich dem Leben Ja sage, dass ich es annehme und dass ich mit jedem Tag auch so eine Gelassenheit neu lerne, dass das Leben mal links und rechts von mir braucht und dass ich diese Flexibilität mir erhalte. Das ist ja demnach, wie wir auch geprägt sind. Das will ich jetzt gar nicht allgemein hier posaunen, aber dass ich versuche, in dieser Zufriedenheit und auch in dieser unglaublichen Dankbarkeit, dass das eine Emotion in mir immer größer wird, die natürlich mich auch öffnet. Und in dieser Zufriedenheit natürlich auch eine Harmonie in mir einkehrt, die eine unglaublich größere Toleranz hat. Das Gleiche ist jetzt für meinen Körper gar kein Problem, weil er kann das alles verarbeiten, verstoffwechseln, entgiften. Aber so wie ich in meiner Angst bleibe oder in meinem Kummer bleibe, bin ich geschwächt. Und in dem Stress reguliere ich meine Immunität runter. Der Körper passt sich mir an. Der kann das nicht verifizieren. Ist es ein Stress, der jetzt wirklich akut von mir die Konzentration auf die Stresssituation benötigt? Oder macht es jetzt was mit mir? Weil meine Wahrnehmung verändert immer meine Körperchemie. Und das hast du gut angesprochen mit der Wut. Die Leber als Organ dessen, die natürlich als höchstes Toxin die Wut wahrnimmt, weil du ihr mit dem Moment, mit diesem gelebten Gefühl alles nimmst, was sie braucht, um für dich zu sorgen. Mhm. Das muss man sich mal verifizieren. Ja. Und dieses auch in eine Lebensphase gehen. Wir hatten das so schön in der Visitesendung, dieses auch die Frage, wie bereite ich mich auf eine Menopause vor, wenn dein Leben vorher Stress ist und du deine Nebennieren ziemlich überforderst, die Einfluss haben auf deinen Schilddrüsenstoffwechsel, die Einfluss haben auf deinen Progesteronstoffwechsel, die Einfluss haben auf deinen Östrogen- und Testosteronstoffwechsel, geht es leider nicht. Dass der Körper bestimmt, wie viele Hormone brauche ich noch, was steht mir zur Verfügung, wie kann ich durch diese Phase wunderschön gelangen und kann mich sogar glücklich schätzen, weil ich brauche gar nicht mehr dran denken oder Vorkehrungen treffen, um Gottes Willen, hoch keine Schwangerschaft. Das ist alles so spielerisch einfach auf einmal. Und das muss ich wissen vorher. Und dieses auch in Bewegung bleiben und in Bewegung sein. Also für mich war immer so eine wunderbare Orientierung. Unsere Tochter hatte eine Patentante, die schon sehr viel älter war. Und die Hannelore ist noch als über 70-Jährige aus der Stadt in den Stadtrand gezogen, damit sie, wenn sie in die Stadt geht, dreimal die Woche, dass sie den Weg geht von 5 Kilometern. Okay. Und es hat ihr gar nicht gereicht. Sie ist dann mit Ende 70 ans Meer gezogen, damit sie jeden Tag diese endlosen Spaziergänge machen kann. Die hat noch mit über 80 hat die Nachhilfeunterricht gegeben für junge Menschen, die in Englisch nicht irgendwo in der Schule wert waren. Sie hat immer Kontakte gepflegt und war unglaublich interessiert am Leben. Und ich glaube, diese Lebensfreude war die Kraft. Und wenn ich sehe, dass dieses Leben in so einer auch ganz großen Bescheidenheit geschehen ist, dieser Körper, der ja durch vieles überfordert ist,
durch Ernährung, durch Suchtmittel, durch Stress. Wenn man seinen Weg findet, und Ernährung ist überhaupt nicht alles, ja, in Stress zu leben und rein biologisch sich zu ernähren, kann das gar nicht kompensieren. Aber die hatte so eine Lebensdisziplin. Die hat morgens ihren Kaffee getrunken und ihr Frühstück gegessen, mittags ein bisschen Salat, am Abend richtig nochmal was Schönes oder umgekehrt. Nichts dazwischen, viel getrunken. Das ist jetzt wirklich vielleicht nicht auf jeden zu übertragen. Aber ich habe sehr bewundert, dass sie eigentlich mit 97 so ein Einschlafen erleben durfte, wie es das schönste Geschenk ist, glaube ich, von dieser Welt zu gehen und wie es man heute kaum noch erleben darf. Das hört sich so an, als ob sie sehr in der Selbstliebe war und gut auf sich und ihren Körper geachtet hat. Genau. Wenn ich jetzt ein Beispiel nehme aus ein Fallbeispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Krebspatienten und wir fragen ihn, was ist leichter geworden, nachdem du die Diagnose bekommen hast, Krebs? Und er antwortet sehr ehrlich und sagt, boah, ich konnte endlich Nein sagen. Ich konnte mich aus dem stressigen Berufsalltag endlich rausnehmen. Also sprich, dieser Krebs hat dem Patienten die Kraft gegeben, für sich einzustehen. Und in der Umkehrmaßnahme, wie schaffe ich es jetzt, dem Patienten diese Kraft aus sich im Innern heraus zu geben, dass er nicht die Krankheit dazu benötigt, um in Selbstliebe zu kommen, in dem ich stehe für mich ein? Das beginnt einfach mit dem Punkt. Also das schöne Gedicht von dem Charlie Chaplin. Als ich das begriffen habe, wie wichtig es ist, dass ich mich erst mal selber lieben muss, dann ist das ein völliger Selbstläufer, dass ich die Zigarette aus der Hand lege, weil ich sage, du sorgst für mich, dass ich dieses Leben gestalten kann. Du sorgst für mich, weil ich habe doch nur die Aufgabe, für dich Sorge zu tragen, dass es dir gut geht. Ich will dir nicht mehr so wehtun. Ich will da nicht ständig die Dinge in mich hinein. Es reicht schon, in dieser Welt zu leben und gar nicht zu wissen, was du alles kompensieren musst. Und ich glaube, es fängt wirklich mit dem Allergrößten an, dass man selbst sich sehr, sehr wichtig werden muss. Und im Moment dieses Lebens, wo wir heute ja überhaupt nicht mehr in dem Moment bleiben. Wir registrieren ja gar nicht, dass vor unserem, ich stand gestern Morgen so am Bodensee und habe so zugeschaut, wie so dieses sicher schon viele Jahre Schwanenpaar so in diesem Morgen ging und denke, wie traurig ist es, wenn wir das alles gar nicht mehr sehen, was um uns herum passiert. Diese 100.000 vielen Kleinigkeiten, die Menschen so verloren gehen, weil sie nur noch mit sich und dem Leben und meinen und glauben. Ich glaube, jede Form von Symptom, jede Form von Kranksein ist immer ein Signal. Und der Rüdiger Dahlke hat es doch so wunderschön auch in den vielen Büchern, die er uns geschrieben hat, immer wieder erklärt, wo hat der Körper im Moment nicht mehr die Möglichkeit, dann auch auf körperlicher Ebene mit diesem seelischen Druck zu leben, zu rechnen. Und das Recht hat er. Der Körper hat das Recht, auch Signale zu setzen. Auch wenn wir meinen, du dienst mir jetzt nicht genug, ich will's jetzt aber anders. Nein, der Körper unterliegt einer riesengroßen Lebensordnung. Und der Körper unterliegt auch seiner eigenen Entscheidung der Prioritäten, was er tut und wohin er die Energie gibt. Und man muss immer wissen als Mensch, dass man sich darüber nicht unglaublich lange hinwegsetzen kann, weil dann gelingt es dem Körper ja überhaupt nicht mehr, auch für uns Sorge zu tragen. Das hat ja nicht nur was mit Selbstliebe zu tun, sondern auch mit Urvertrauen. Wir sind heute medizinisch nicht mehr in der Lage, unseren Patienten dieses Urvertrauen als Ärzten zu geben. Ja. Weil wenn wir an das Leben nicht glauben, wir können sogar
tausendprozentig darauf bauen, dass das Leben immer nach Leben und Überleben auch sich richtet. Der Körper hält sich überhaupt nicht auf mit Entzündung. Aber Entzündung ist ein Hilfeschrei, chronische Entzündung. Hey, wann hilfst du mir und hörst endlich auf, mir nur Cortison zu geben? Befrei mich doch von diesen Belastungen. Entzündungen können doch nur entstehen, wenn auch toxische Dinge, parasitäre Dinge, bakterielle Dinge, virale Probleme in meinem Körper da sind. Mhm. Und ich glaube, wenn man in diesem, das Wohlbefinden ist schon erstmal ein guter Parameter. Aber wenn man in diesem schon beginnenden Prozess sich befindet, dass man sagt, sie tendieren zu Blutdruck, sie tendieren zu einem Prädiabetes, dann muss man sagen, und manchmal bin ich da auch so ganz schön als Freund deines Körpers, wo ich sage, ja, das ist jetzt so. Ja, das ist jetzt so. Weißt du, vielleicht hörst du jetzt endlich mal auf, mir diese Riegel und diesen Zucker reinzuschieben unkontrolliert. Ich kann nicht mehr. Ich habe meine Insulinrezeptoren jetzt wirklich mal gesagt, Ende Gelände. Und wenn du morgen eine Demenz entwickelst, aufgrund einer Insulinresistenz, das ist der Diabetes Typ 3, dann ist es so. Das sind harte Worte, aber wir haben doch 20 Jahre vorher darauf Einfluss. Im Rahmen dessen das Richtige zu tun. Und ich finde das so schön, allein durch euren Sender, dieses so einfach das Leben bewusster wahrnehmen zu lassen, nur ein Stückchen bewusster, dann wird man auch bewusster mit sich selbst, weil ich entscheide doch, was ich kaufe, ich entscheide doch, was ich esse, was ich trinke. Und für das, wo mein Körper mir schon Signale gibt, dass ich das abnutze nicht, aber diese Stoffwechselwege völlig überfordere, muss ich einfach nur sagen, irgendwann ist dann auch mal Grenze für ihn. Und in der Liebe zu dem, dass das Leben natürlich auch mit einer gewissen Demut bewahrt werden muss, und es fängt bei uns natürlich an, hat es genauso seine Grenzen. Ja. Und die Geschwindigkeit für einen Prozess des Älterwerdens, die habe ich ganz stark in meinen Händen. Also ich kann nicht aus mir jemand anders machen. Ich bin mit dem Kartenset, sage ich immer, auf die Welt gekommen. Aber allein schon eine genetische Disposition zu haben, heißt noch lange nicht, dass dieses Gen mir morgen, dass ich mit 30 abrufen muss. Ja, vielleicht reicht es auch mit 70. Und als damals dieses BCR-Gen gefunden wurde für Brustkrebs, da hat sie damals nur gesagt, Achtung, die Frauen, Achtung im Lifestyle. Ihr solltet nicht rauchen. Ihr solltet euch von euren Männern, die euch schlagen, trennen. Achtet bitte auf euer Leben, weil ihr seid Genträgerin. Ob es jemals akut wird, von 100 Frauen, die das Gen hatten, haben ja nur 25 Brustkrebs im Laufe des Lebens entwickelt. Mhm. Das ist heute anders. Von 100 Frauen sind es mehr als 70. Und es ist nicht das Gen. Es ist das, was dazu geführt hat, dass das Gen angeschalten wurde. Und deshalb mag man, ja, ich kann hier schlecht entgiften, ich kann das nicht. Wir sind heute in der Lage, Unglaubliches zu tun. Wir sind heute in der Lage, Unglaubliches auch zu entlasten. Aber wir sollten es mit den Menschen auch anschauen. Und jemand zu bewahren, dass er da nicht so blind hineinläuft, heißt auch in der Medizin, glaube ich, noch ganz andere, wirklich Vorkehrungen zu treffen. Mhm. Ja, da bist du wirklich Vorreiterin, sage ich, in der Medizin wirklich auch so den Menschen ja in die Selbstverantwortung zu bringen. Und deshalb darf ich aber auch so viel sehen. Mhm. Das sind ja nicht wir, sondern das ist das, was der Mensch daraus macht. Und das ist unglaublich. Mhm. Unglaublich, wenn das Menschen ernst sich in die Hand nehmen
und vielleicht auch mal ein Stückchen eher, dann ist der Weg ja auch nicht so lang. Mhm. Ja? Ja. Und manche Dinge sind dann wirklich auch ganz schwer, wenn sie über Jahre und Jahrzehnte. Aber um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, man muss ganz sicher nicht erst ein Tumorpatient werden. Mhm. Ganz sicher nicht. Ja. Denn das dauert auch 10, 15 Jahre. Wir machen das zu einem Notfall. Aber das ist der nie. Nie ist das ein Notfall. Ja, da muss ich an das Interview denken, wo du mit Alexander hattest. Krankheit braucht Wahrheit. Genau. Hat mich auch sehr berührt. War ein tolles Interview. Also auch für die Zuschauer nochmal ersichtlich in unserem Internet. Genau. Vielen Dank, liebe Petra, dass du wieder da warst. Ich bin so gebannt immer, wenn du sprichst. Das ist wirklich wunderschön. Und dieses wirklich den Menschen diesen ganzheitlichen Blick mit auf den Weg zu geben. Das ist schön. Ja, danke. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie schon hörten, es gibt unglaublich viele tolle Interviews noch mit unserer Frau Dr. Petra Wichel auf unserer Webseite www.qs24.tv. Da können Sie sich gerne noch mal durchschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für sich mitnehmen in dem Thema jünger werden, gut zu sich selber zu sein, vielleicht auch ein Stück weit einfach mal in die Selbstliebe zu gehen, zu schauen, wo schade ich mir eigentlich aktiv oder wo verrate ich vielleicht auch ein Stück weit in meinem Leben, mein Körper, dass er mir das spiegeln muss oder meinen Lebensweg. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald wieder. Tschüss.